was geht es bei der Volksinitiative für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere? Der Bund unterstützt die Landwirte finanziell auf unterschiedliche Arten. Unter anderem unterstützt er tierfreundliche Haltung mit einem Beitrag für das Tierwohl. Diesen Beitrag bekommen beispielsweise Landwirte, die einen Freilaufstall haben. Dies ist ein Stall, in dem die Tiere frei herumlaufen können und nicht angebunden sind. Aus verschiedenen Gründen haben heute viele Landwirte und Landwirtinnen Tiere ohne Hörner. Rund 3/4 aller Kühe und 1/3 aller Ziegen in der Schweiz haben keine Hörner. Es gibt einerseits gezüchtete Rassen, die von Geburt an keine Hörner haben, andererseits gibt es Tiere, denen als Jungtier kurz nach der Geburt unter Betäubung die Hörner entfernt werden. Ob die Tiere Hörner haben oder nicht, hat heute keinen Einfluss auf die finanzielle Unterstützung des Bundes. Was würde sich ändern? Wird die Initiative angenommen, unterstützt der Bund Landwirte zusätzlich mit einem neuen Beitrag. Dies, wenn die Landwirte ausgewachsene Tiere mit Hörnern haben. Das Entfernen der Hörner bei Jungtieren ist weiterhin erlaubt. Die genaue Umsetzung, zum Beispiel wie hoch die finanzielle Unterstützung ist, bestimmen Bundesrat und Parlament nach der Annahme. Was sind die Argumente der Befürworter? Das Entfernen der Hörner verstümmelt die Tiere. Ein Teil der Tiere hat dadurch Schmerzen über längere Zeit, weitere Folgen sind nicht erforscht. Damit Landwirte mehr Tiere mit Hörnern halten, braucht es kein Verbot, sondern finanzielle Anreize. Es gab bereits früher einen Vorschlag, direkt das Gesetz zu ändern. Weil dieser keinen Erfolg hatte und nichts gemacht wurde, braucht es nun diese Volksinitiative. Was sind die Argumente der Gegner? Tiere mit Hörnern brauchen mehr Platz. Deshalb könnten sich viele Landwirte entscheiden, die Tiere wieder anzubinden. So geht es den Tieren nicht besser als heute. Tieren werden die Hörner abgenommen, weil sie sich sonst gegenseitig oder Menschen verletzen können. Je nach Umsetzung kostet die Initiative 10 bis 30 Millionen Franken. Dadurch müsste in anderen Bereichen der Landwirtschaft gespart werden. Willst du, dass die Volksinitiative für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere angenommen wird, dann stimme ja. Willst du, dass sie abgelehnt wird, dann stimme nein.